vergeben. Godzilla weiß nicht, ob er gekämpft hat, aber scheint also enorm zu sein. Also hat 23 Kämpfe, 21 Stück gewonnen, also muss man nicht unterschätzen. Jetzt haben wir trotz alledem noch alle den Kampf gegen Arthur Abraham im Blick. Habt ihr den alle gesehen, wie er den fertig gemacht hat nach drei Runden? Dieses Großmaul war großartig, oder? War richtig geil. Und jetzt ist es eine Art Titelverteidigung, eine Pflichttitelverteidigung, bevor es dann zum nächsten auch richtig riesengroßen Duell kommen wird. Ihr kämpft in Dresden jetzt am kommenden Samstag im Kulturpalast, glaube ich. Wie hast du die vorbereitet? Wie viele Wochen warst du jetzt im Training? Ich war knapp, also drei Monate in Vorbereitung, also bereite mich immer noch vor, ich habe nur zwei Wochen von mir. Also nächste Woche kommt also richtig zur Sache, da muss ich ja noch Sparring noch machen. Und wie gesagt, dann letzte Woche wird es ein bisschen ruhiger und dann also fahren wir nach Dresden und haben wir da ein paar Pressetermine und dann am Samstag wird er gekämpft. 13. Juli. Also man glaubt es gar nicht, aber du hast mir vorhin gesagt, du hast noch 1,8 Kilo zu viel. Wie willst du dich innerhalb von zwei Wochen runterbekommen? Also das würde mich auch mal persönlich interessieren, wie man so viel Kilo innerhalb oder bei dieser Kilozahl innerhalb von 14 Tagen runterbekommt. Was machst du da? Na, ich muss noch Radio Bockmühle, so gib mir ein Ja! Hat der irgendwer an meiner Tat gezweifelt? Nee, wollt alle, dass er Weltmeister bleibt, oder? Ja, also guck mal, kurz Tatzentraining. Aua, 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 Moment, wir sind nicht geschützt hier. Aua, 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 alter Schwede, ich hab drei blaue Flecke unterm Handschuh. Robert Schicklitz, unser Weltmeister, der immer dabei wird. Danke dir. Danke dir. Wir drücken da alle ganz fest die Daumen. Komm, lass ihn nochmal hin. Danke. Dankeschön. Viel Spaß noch auf dem Sachsener Tag. Christina Stürmer, das mir sagen lassen. Da bist du auch ein ganz, ganz großer Fan davon. Ja, hast du dir irgendwas ausgesucht jetzt gerade, was die Einlaufmusik anbetrifft in Dresden? Welche Nummer wird es sein? Ich glaube, ich nehme die nächste Musik, die ich ja genommen habe, also von meinem letzten Kampf. Nämlich, also genau dieselbe Musik will ich diesmal aufnehmen. Weil die hat eigentlich mir auch sehr viel Glück gebracht und die will ich ja weiternehmen. Welche Nummer war das nochmal? Ja, er hat sich komplett auf seinen Kampf konzentriert. Nicht auf die Musik, aber völlig wurscht. Und genau diese Nummer spielen wir nachher nochmal. Vielleicht kommst du dann auch schon wieder auf die Bühne gelaufen. Das wäre lustig, weil du dich schon so angestichelt fühlst. Wäre super. Robert, danke nochmal aus dem SES-Boxstall von Ulf Steinfurt. Robert!